Plan. Hab ich doch gesagt. Schoninja wollte eigentlich bei dir schlafen. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Nee, bei Nadine. Ach, bei Nadine. Und Malkondo wollte klauen. Er hat geklaut. Aber ich habe ihn davon abgehalten. Ja, okay. Natürlich. Du hast voll protestiert. Ich wollte Bauabnahme machen, aber da war noch nicht viel. Ja, ich habe mir eigentlich gedacht, die Julia hat so eine schöne Diamantaxt. Die nehme ich mal mit. Ich moderiere mal ganz kurz an und springe mal bei mir auch in die Aufnahme rein. Jo. Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr spontanen Aufnahme. Ja, ich habe mich hier reingeschlichen in einen Raum mit 1, 2, 3, 4, 5 Leuten. Crabson ist da, Malkondo ist da, Mulenya, Real Goran oder Goran und Shoninja ist mit da. Huhu. Hallo. Hallo. Ich bin da mal bei euch reingeschlichen. Und ihr seid schon stalken gegangen auf meinem Bauplatz, ist ja schön. Bist du das mit den zwei Betten und der Truhe da? Ich komme da stand und hole auch ein schon Brot. Mal mehr. Wir bringen, was? Er bringt ein Brot in vier Folgen. Äpfel vorbei. Da stand auch schon mal mehr, aber ich habe es wieder weggerissen. Warum? Ja, keine Ahnung. Ich wollte erst ein kleines bisschen was bauen, damit ich eine kleine Grundlage habe. Und dann dachte ich mir so, ja, aber irgendwie offscreen bauen ist auch doof. Wenn mich die Leute dann schimpfen, das ist auch nicht toll. Dann habe ich es wieder weggerissen. Nee, und ich hatte mir eine kleine Vorlage aus dem Internet geholt und es ist aber dann so 1:1 irgendwie geworden, dass ich mir dachte, es kommt auch irgendwie peinlich, wenn ich was baue, was in einer anderen Minecraft-Villa so dermaßen ähnelt. Also gleich doppelt fail. Brauchst du vielleicht Hilfe beim Bauen? Aus Ideen? Nö, also mittlerweile habe ich schon ein paar Ideen, was ich machen möchte, aber... ich brauchte erstmal ein paar Baumaterialien. Ich hatte nicht viele Materialien und ich hatte keine Kohle und nichts und es war ganz grauenhaft. Wenn wir mal hier stalken gehen. Mulenya? Was wolltest du jetzt machen? Du wolltest das Kühe jagen, ne? Ach genau, ich wollte ja das Kühe gucken. Das Kühe, dann lass uns gleich mal zu das Kühe gucken. Nimmst du der Getreide mit? Der Getreide, ja. Ich wollte sowieso das Essen irgendwie mit. Ja, ich stelle noch hier eben der Fackel hin. Der Fackel, ja, das ist super. Damit das hier nicht mehr so hell ist, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, bei mir oben steht ein Zombie mit einer Goldkappe. Nee, ich bring dir ein Stück. Hallo, was zu futtern? Bin auch schon wieder weg. Ich hab zu essen. Hast du Essen? Ich hab Essen. Hast du Brot? Nee, ich hab Möhrchen. Hast du Möhren? Hier hast du ein Hähnchen, aber es ist tatsächlich nur noch eins. Oh, aber ein gebratenes Hähnchen, ein Goldbräuler. Ich hatte aber gemacht. Wer hat meine Hähnchen gemobst? Da ist Frau schon den ganzen Tag zu Hause und macht nicht mal Essen. Ja. Oh, jetzt und geht's aber los. Und könnten wir hier auch mal wieder, ne? Hat hier jemand meine Kakteen abgebaut? Kakteen? Kack. Die Kaktussen. Die Kaktussen. Genau, die Kaktussen. Hat meine Kaktussen weggemacht? Kaktussen. Kaktussen. Niveau. Wo? Was? Wo? Lauf-Niveau ist da. Ich komme gerade wieder, jetzt wo du da bist. Ah, das ist aber lieb. Ach, Real Goran, dann bist ja du der, wo mir erzählt hat. Ach, du wohnst da drüben? Da ist mir nämlich erzählt worden, du versteckst lauter kleine Kinder. So, das darfst du mir jetzt lass mich raten, das war Dalukat. Ja, nein, das war nicht Dalu. Falsch. Ja. Nein, das war, haben wir jetzt auch nicht auf der Aufnahme, dass du das gesagt hast. Wer? Rathamon war das. Rathamon? Rathamun, Entschuldigung. Rathamun. Ja, der war das. Nur einmal bei mir drin, glaube ich, und hat meinen Keller überflutet. Optimal. Gewusst wie. Das sieht das einfach. Wie kommt es jetzt dazu, dass man erzählt, dass du da kleine Kinder versteckt hast? Ja, ich bin das kleine Kind. Ach, du bist das kleine Kind. Ah. Ich bin nämlich erst 12. Nein. Musst du da nicht irgendwie ins Mikro kreischen? Genau. Ich verstelle auch immer meine Stimme. Warte, ich sag mal mit meiner richtigen Stimme. Hallo. Und die ganze Zeit YOLO und Zweck sagen und so. YOLO, ja. Oh. Und LOL. Man das nicht in dem Alter? LOL. Ja. Ja, Hoffel, du hast LOL gesagt. Eigentlich spielt man dann PvP in Minecraft und baut nichts, ne? 12? Ja. Ja? Glaub schon. Glaub, die gehen alle auf die PvP-Welle über. Jetzt komm.
Au. Juninja packt die Achievement-Keule aus. Ich habe noch nie was gemacht hier. Ich habe noch nie was gemacht. Ich weiß nicht. Achso, stimmt. Mach mal. Wo bist du denn jetzt? Bist du schon da oben? Ich bin oben, ja. Oh. Ich habe schon fast eine Kuh gefunden. Schon fast eine fast Kuh gefunden. Nur halbe. Eine halbe. Eine gefüllte Kuh mit Nudeln. Oh ja. Und Soße. Und Soße, ja. Hey, dazu ein Schweinedessert. Ach ja, ich bin ja schon da. Gut. Lenja. Hast du das Getreide mitgenommen? Ja, natürlich. Gut. Dem Getreide bitte. Richtig falsch. Ich nur fast falsch. Den Getreide. Aha. Komm, wir gehen hier mal mitten durch das Haus. Durch die Haus. Durch die Haus. Unter die Haus hindurch. Das ist ja aus Wolle. Das ist okay. Ja, das saugt sich jetzt voll, wo das gerade so am Pieseln ist. Da kommen wir nicht durch. Weil Schuhe schwingen. Das können wir mal ausbringen hier. Pack in die Waschmaschine zum Schleudern. Es war eine verdammt grauenhafte Idee, sich einen Bauplatz zu suchen, wo irgendwie kaum Platz ist. Und den ganzen Käse erstmal schön mit Cleanstone und so weiter irgendwie verbreitern. Und oh, ich habe ja meinen Zuschauern schon das meiste erspart, weil ich schon zu viel Offscreen hier geebnet habe, ey. Warum springst du da runter? Und wenn, dann musst du das richtig machen, warte. Mein Wollstück hier gefunden. So, Dülle. Oh, hier ist Lava. Ich weiß, was mir fehlt. Ich denke die ganze Zeit, ich brauche doch was zum Craften. Wie wär's mal mit einer Crafting-Table? Ja, könnte helfen. Eine Workbench. Eine Kuh. Voll überbewertet. Ja, finde ich auch. Ja, ist auch voll nervig und es wird bald dunkel. Warum? Weil es regnet? Weil es regnet, ich bleib jetzt hier stehen. Das ruckelt voll durch den Regen jetzt gerade, die Aufnahme. Ruckelregen? Mhm. Warte mal, wo sind denn hier die Kühe? Da! Da oben, die steht da auf dem Baum. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, gut, die lacht sich aus. Ruckelregen. Eine Baumkuh. Oh ja, lass mal runterholen da, die Baumkuh. Kann man nicht die Wetterpartikel, also bei Partikel kann man da nicht irgendwie minimieren? Wetter? Doch, ich glaube, die kann man ausschalten. So, wir wollten die ja gar nicht töten, ne? Hast du die getötet? Ja, ich habe die getötet. Nein! Wir wollten doch nur streicheln! Wir wollten uns doch alle lieb haben. Wir wollten die mitnehmen. Es war ein Unfall. Das ist ja voll die Höhle. Voll die Höhle, ja. Warte mal, nicht Nein! Da runter. Nein! Er hat meine versteckte Truhe gefunden. Wie fies. Wo war sie denn? Auf einmal steht da jemand da und findet meine versteckte Truhe. Oh, das hast du die aber nicht gut versteckt. War das sie neben dem Schild geheim versteckt? Natürlich. Da war das so ein Neonsignal. Nee, weil bei mir am Flackern. Mir kam hier irgendwie nichts, Quarz abhanden. Und ich habe mich gefragt, ob ich das war oder ob ich das nicht war. Dachte ich mir so, jetzt verstecke ich mein Zeug. Alles meins. Aber eigentlich klaut ihr niemand. Das war am Anfang mal. Ich glaube, dass das gebt ihr mal Getreide. Bei der Abrissaktion passiert ist. Jetzt versuchen wir mal irgendwie die Kühe hier wegzukriegen. Wo sind denn noch mehr Kuhs? Ich baue da mal eben einen. Oh, Kuhs. Alpha Wild gibt's noch einen. Irgendwie wird's jetzt voll dunkel. Ey, du Kuh. Muss man schon mal nach Hause. Okay, Option, Grafik. Wo stelle ich denn den Regen aus? Bei Partikeln, ne? Wo ist doch noch hell. Geht ja, meine ich, nur, wenn man Optifine hat, oder? Den Regen ausschalten. Ja, das habe ich ja. Ach, du glücklicher. Optifine ist eine Mod. Was war denn das gerade? Wo stellt man den Regen aus? Wieso ist doch noch hell? Rain Snow Default. Fast Fancy Off. Off. Fertig. Und jetzt, wenn man sich nach Monstern umschaut, ist keins da. Wenn man dann vertieft in irgendwas ist und nicht nachschaut, peng. Mhm. Das machen die absichtlich. Jetzt habe ich irgendwie trotzdem nur 3 Frames. 3 Frames? Ja. Also ich fürchte, wir müssen hier dann aufhören. Dann müssen wir wohl gleich mal eben abbrechen. Genau. BZW. Guck mal auch mal eben. Das hat keinen Sinn und dann, mehr. Und dann ist jetzt eine Stunde Aufnahme bei mir auch schon voll. Dann kann ich ja auch hier super einen Schnitt setzen. Gut. Wo ist der Mulen, ja? Ich stehe hier. Ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Ich bin jetzt auf 1 Frame. Yeah! Also es ist dann definitiv vorbei. Liegt das echt am Regen? Wäre es keine Ahnung gewesen. Eigentlich nicht. Es ist ja noch nicht dunkel. Wo ist sie denn? Ach, da
Da drüben stehst du. Dann warte. Ich, ja. Das war erst Nachmittag. Ich hoffe, das nimmt jetzt noch auf. Wenn nicht, gibt's ein anderes Bild. Ja. Dann nur noch Ton. Okay, okay, so, dann so ein Testbild rein. Ja, genau. So, gut, dann klicken wir uns hier mal aus. Jo. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jo, ciao. Tschüss. Ich bin auch weg. Tschüss. Jetzt verpfeifen sich alle. Sauerei. Woran das wohl liegt? Ja, ich hab's ja alle verstanden. Ja, aber ich glaube, dass generell gerade der Server ein bisschen runtergeht, weil ich habe hier im Moment gerade extrem viele Chatlöcher. Liegt das vielleicht? Liegt das vielleicht an den Kühen? Ich habe 30 Frames. Ja, ich habe eigentlich auch nur eine stabile Framerate, aber die Chunks bauen sich gerade sehr, sehr langsam auf. Also ich habe das Gefühl, bei Orten, wo ziemlich viele Mobs sind, also jetzt bei diesem Farm-Gedöns, das ist da bei mir, ist da auch sehr ruckelig. Ja, das ist normal. Ja. Deshalb bin ich hier auf Getreide gestiegen und werfe mit Brot um mich rum. Ich muss jetzt eben mal noch ein bisschen Stapel scheren, von daher muss ich da leider jetzt in ein Gebiet, wo ganz, ganz viele Mobs sind. Mal eben bei den Kombo-Helden Schafe scheren, einwandfrei. Du musst gar nicht so weit gehen. Wenn du von deinem Berg zu meinem Wohnung guckst, siehst du doch dieses große Haus. Ich glaube, das ist Kelturios Hütte. Ich glaube, der macht auch nicht mehr mit. Nee, der hat, meine ich, auch aufgehört, ja. Auf jeden Fall. Nur noch eine Frage der Zeit, bis dieses Haus auch der Zerstörungswut der anderen zu Opfer fällt. Na, es ist ja nicht so nah am Strand, also wird es, denke ich mal, erstmal noch bleiben. Außerdem sieht es auch cool aus. Das ist ein lustiger Akzent. Ich? Nee, nicht du. Julia, klar. Ja. Aus Bayern kommst du doch. Ja. Oberbayern. Aus Niederbayern. Niederbayern. Oberbayern. In Oberbayern hat doch keiner mehr einen Akzent. Also sprechen sie alle schon so viel Hochdeutsch bei denen mittlerweile. Endlich lernen die Aachen. Was? Nichts gesagt. Nee, schon gut. Wieso, wo kommst du her? Wie heißt? Ich komme ganz weit aus dem Norden. Wieso? Nee, weil hier in Oberbayern wird es immer schlimmer. Also die werden immer mehr Hochdeutsch dort. Ja gut, man muss aber auch sagen, natürlich mit München und den ganzen großen Städten dort mit der Zuwanderungsrate natürlich jetzt auch nicht ungewöhnlich. Dann war schon normal. Eben. Und Janinia, du baust ein Baumhaus? Ja, wobei ich meinen Stamm schon weggemacht habe. Ach so? Wie das? Wie oder wieso? Ach so, nee, also, ja, aber... Ach so, den Hauptstamm. So quasi, genau. Ja, ich hab vorhin, am Anfang der Aufnahme hier, bin ich gleich mal hin und hab gestalkt. Na, noch steht ja nichts. Ich habe ja eben auch erst angefangen mit allem. War ja mit euch nur im Nähter und habe seitdem ja nichts gemacht. Zumindest nichts für mein Haus. Mein Methaus ist bald fertig. Dein was? Methaus. Inwiefern? Aufgelage. Weißt du, was Met ist? Ja. Aus Bayern, gut. Ach so, ja. Ich muss gestehen, ich kenne das eigentlich immer nur ausgesprochen Met. Nee, Met war ja Fleisch. Ach, genau, richtig. Ach ja, Fleischhaus brauche ich nicht. Ich bin heute verwirrt, ich kann nichts dafür. Nur heute? Bestimmt nicht so verwirrt, verdammt, wie ich diese... Verrat es doch nicht schon in mir. Ich will, dass es nicht mehr regnet. Regnen ist doof. Bei mir schön uns ja ins Bett legen. Ja, das glaube ich wäre ganz praktisch. Dann wird es wenigstens zu regnen. Legt euch aufhören. Beide mal ins Bett. Ja, ich muss erstmal kurz ein Bett finden. Ich bin ja gerade nicht zu Hause. Ich breche jetzt einfach hier im nächsten Haus ein. Eben. Jetzt gleich. Ey, Danus Farm ist ja komplett leer. Wie ist das passiert? Welche Farm? Danus Schweine- und Kuhfarm. Ist kein einziges Tier mehr da. Echt? Da wird er sich ja ärgern. Ja, weil vielleicht war es ja auch selbst. Meinst du? Ich wollte mir jetzt gerade was zu essen holen, und hat er dann nichts mehr. Weißt du was, du musst mal wie so... Der Dalukat, der stellt ja immer so Schilder neben drum, wenn er sich was rausnimmt. Ja. Du musst mal da ein Schild hinpacken,
habe mir Schweine und Kühe ausgeliehen und damit seinen eigenen Namen unterschreiben. Ja, Lukas. Ja. Wann hab ich das denn gemacht? So, ich habe hier ein Haus gefunden, da breche ich jetzt einfach mal ein und leg mich ins Bett. Wehe, die haben kein Bett hier. Oh, ich lege mich auch ins Bettchen. Ja, hier ist ein Bett. Ein Dreierbett. Oh. Das ist aber nicht bei Mulenia und so, ne?